Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir einige Orte erkundet mit diesem Angriff und haben gegen den Behemoth gekämpft und sogar gewonnen, auch wenn einige Charaktere kaputt gegangen sind. Wie gesagt, ich habe den Kampf nochmal wiederholt, damit alle am Ende leben, auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil, ja, weil nicht ein Schwierigkeitsgrad runter und so hat irgendwie nichts gemacht, deswegen, ja. Der einzige Gegner, den wir jetzt nicht so erledigen konnten mit allen Charakteren, aber wir haben ihn geschafft auf den Schwierigkeitsgrad, das reicht mir schon. Und jetzt machen wir nämlich an die Feuerprüfung, weil hier ist ja so ein Schrein für die Feuerprüfung, ne? Ich bin natürlich wieder kurz vom Level ab und wir gucken mal, was da auf uns wartet. Da sind auf jeden Fall Monster, hat er gesagt, ne? Musik. Okay. Oh, klingt sehr arabisch oder so. Wüstenmäßig. Mikuyo, ここって相当古い遺跡だよな。あ、もしかすると大発見かもしれない。興奮して体が熱くなってきた。いやいや、ここ本当に熱いんだって。 Muss sie sich eigentlich jedes Mal damit einmischen, wenn die das machen? Auch dann, ja, okay, ist irgendwie klar, ne? Vor allem finde ich, die Gegner sind gegen Verbrennung anfällig. So. Oh, hey. Dann muss ich irgendwo so Flammen machen. Kann ich mir so vorstellen. Dann sagt, wir Beschwörungen kriegen irgendwann. Ifrit oder so, weil wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Das könnte ich mir vorstellen. Heiner. Oh, die Musik ändert sich nicht. Machen wir einen Schweinsfahren. Ja, irgendwie schon. Ja, jetzt ein paar AP mehr, ne? Was wollt ihr? Level 40, okay. Wir sind 4 Level drunter gleich. Ja, hier habe ich einen Wasserangriff. Ich Idiot. Ich denke die ganze Zeit nach, wo habe ich noch einen Wasserangriff? Ja, vielleicht Mikleo mitnehmen, wegen Feuer. Halt. Okay, was haben wir gelernt? Nee, Leila hat gelernt, ne? Erfrischung, sehr gut. Edna hat gelernt, letzte Umarmung, okay. Hat gelernt, nebliges Riff oder Reinheilung, irgendwie sowas. Und die Musik hier drin, ne? Ah, ich will das Wasserding machen. Ja, damit müsste es ja einfach sein. Boah, ich finde diesen Angriff so geil. Sapphire Ja, kriegen wir gut Erfahrungspunkte hier. Oder auch nicht. Okay, ich sehe schon. Wir wollen das ganze Ding. Lass mich raten, dieser eine Schrein, bei dem wir waren, ey. War auch schon irgendwie so ein Schrein, oder? Und der Erdschrein oder so. Spinn. Gott. Ist das nicht schwach. Machen wir mal ein bisschen schneller, ja. Oh. Hey.
Ja, wir sind voll stark, ey. Und setze ich mich öfter ein. Langsam. Ja. Man kann es echt gut trainieren. Okay. Einfach nur die richtige Reihenfolge, okay. Spüre das Wasser. Oh, was? Oh, Leila, oder? Nee. Ja, komm. Oh. Kommen die ganzen Gegner von der Erde. Er war nur zwei von diesen Viechern, ne? Ich erkenne überhaupt nichts. Es sind ja zwei Spinnen, ey. Kann ich mal aufhören, die ganze Verstärkung zu suchen? Ja, da war ein Gegner. Das ist eine silberne, ja. Ich dachte, das ist so wieder eine, die von beiden silber aussieht und nicht silber ist. Niemand braucht gerade gleich noch diesen Kampf. Oh Mann. Wie oft die immer ihre Mystik gerade einsetzen, das ist normal. Das Problem. So, das irgendwie bei Bosskämpfen hier so brechen. Aber jetzt steckt ich ja noch nicht ein paar irgendwo fest. Pfirsichgummi. Braucht niemand, doch Mikro ein bisschen. Sie kenne. Du kannst mich nicht in Ruhe lassen. Richtig. Okay, von links anzufangen wäre mir ein bisschen offensichtlich gewesen. Da ist ein Kraut. Warum wachsen die immer in Ruinen und so? Manchmal muss von dieser Seite hier anmachen, ne? Oh. Jetzt kann ich aber nicht mehr doch die Plattform gehen da hoch. Okay, das war cool. Musik ändert irgendwie an Zelda, obwohl ich die Zelda gespielt habe. Die Musik hört sich so an. Zelda-Fans, bestätigt mir das. Ich meine, eine ganze Folge, wo ich Leute mich unterbrechen beim Sprechen. Ja, überhaupt so offensichtlich, ne? Sag mir ja nicht mal was Falsches. Ja, wie soll ich denn so herausfinden? Wie soll ich denn so herausfinden, man? Da wird jetzt ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl.
Jetzt setzt sich an wie Animal Crossing. Ja, wie soll man an die richtige Reihenfolge kommen, wenn ja nicht mal angezeigt wird? Wenn man noch nicht mal weiß, was annähernd richtig ist. So verschwinden die anderen im Nichts. Ich glaube, da dreht sich, weil ich offscreen lösen. Kurz noch einmal. Einmal so im Uhrzeigersinn. Irgendwo steht bestimmt ein Tipp, wo man wie welche Reihenfolge man machen muss. Ja, okay. Ist aber gemein. Irgendwo wird ja wohl ein. Ey! Irgendwo wird ja wohl ein Hinweis sein, welche Reihenfolge ich nehmen muss. Oh, hi! Oh! Oh, ey. Du kannst es fragen. Oh, guck mal her. Und boom. Der ist so trainiert, wird einfach. Vielleicht bin ich ja langsam echt auf dem richtigen Level, um den Gegner hier klar zu kommen. Boah, echt. Oh gut. War eine Multi-Heilung, sehr gut. Oh man, echt. Das ist einfacher. Also Hauptsache hier direkt sagt er mir, nee, so ist falsch. Was? 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 Okay. Keine Ahnung. Brennender Ansturm. Oh, echt? Da bin ich ein bisschen blöd. Die Schatzrunden enthalten nichts Gutes. In dem Spiel hier. Das sind alles random Sachen. Bin ich doch ein bisschen doof geregelt. Weiß man ja nie. Ach, bald komme ich da vorbei und dann kriege ich irgendwie den Gegenstand oder so, wenn man das Spiel öfter gespielt hat. Wir haben eine Sachse. Ort Linde. Weil wenn man auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielt oder einen höheren spielt, dann ist man noch. Nein, nein, geh weg. Alter! Auf einer höheren Schwierigkeitsgrad spielt, kriegt man schon im Kampf so neue Sachen. Und Rose feigt hier gerade. Da hoch, glaube ich. Da waren wir noch nicht. Da sind wir von hier gekommen. Weiß ich gar nicht. Das ist das nächste Teil, glaube ich. Ne, das ist Norman. Schock. Jova Schock. Mein Gott, was hat denn von geiler Deutsch? Ah.
Schon mal von Indiana Jones hier irgendwie, habe ich das Gefühl. Zwei Sockel, da sind drei Thronen und noch ein Sockel. Damit. Purpurschleier. Nein, nicht mit Cleo. Angriff, das könnte für sie, glaube ich, gut sein. Ja. Falsch. War schon wieder so ein, aber da sieht man wenigstens direkt, was falsch ist. Und jetzt bin ich verwirrt. Hallo? Alter. Oh, was ist denn das? Ja. Muss schon ein bisschen mit mir zusammenarbeiten, Spiel, sonst weiß ich nicht, was du von mir willst manchmal. Da ist schon zwei Wege, wo ich nicht hin kann. Vielleicht muss ich ja in der richtigen Reihenfolge auch abgehen. Warum sind wir schon wieder alle tot, ehrlich? Ja, wahrscheinlich von den ganzen Gegnern hier flüchten, also. Jetzt mal erstmal drin. Na, noch ein Weg, wo wir nicht hingehen können, dann gehen wir jetzt mal da rein. So, wer? Boah! So kann ich vor einigen Gegnern voll leicht fliehen, aber manchmal nicht. Oh, danke. Alter. Den geht mir ja, weiß ich nicht. Boah. Alter, ganz alle Gegner, ne? So. Ja, mit dies Flammenschild, yay. Ich wäre ja zum muss ich den Dingern irgendwie folgen, ja, ne, geh weg, geh weg, was ist das denn? So, das ist einfach nur eine Wand. Blöde Viecher, ey. Animal Crossing Musik.
Was? Ich kann sagen, geht mir nicht die ganze Zeit auf die Nerven. Wow. Nee, so viel dazu, das hat mir jetzt nichts gemacht. Ja, die Dinger würden mir ja helfen oder so. War anscheinend nicht. Also die an der Decke, die sehen aus wie so Pfeile, die irgendwo hin zeigen. So irgendeine Bedeutung ab. Ja, sie sind einfach nur die Feuerzeichen, ne? Ach, jetzt bleibst du an. Nee, warte mal. War schon vorher. Kann mir mal einer sagen, wie ich herausfinden soll, was hier die richtige Kombination ist? Wissen, dass jeder Sockel anders ist, oder? Das hat bisher funktioniert. Vielleicht geht es dieses Mal einfach nur um den Ort dieser, nur um den Ort dieser Unterschiede oder so. Was? Was soll mir das schon wieder sagen? Jetzt geht's um Ort der Unterschiede. Boah, ihr blöden Viecher, ne? Ja, ich bin schon ja vollkommen am verzweifeln. Ja, schon irgendwie schaffen irgendwann. Ehrlich? Boah, ist das hier nervig. Hier kannst du den Gegnern gar nicht aus dem Weg gehen. Weil das, wenn ich nicht gegen die kämpfen will? Aber da ging es ja auch nicht weiter. Ja, weißt du, wenn ich nicht gegen die kämpfen will? Hallo? Irgendwo müsste doch ein Tipp geben oder so, was ich machen muss. Boah, ehrlich, verpiss dich. Oh, jetzt bin ich wieder hier, genau. War da noch irgendwas? War ich hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, von da kam ich. Wo? Da. War ich hier überhaupt? Aber der Norman, ne? Ja. Okay, ich weiß offiziell nicht, was ich machen muss. Ja, vielleicht geht es diesmal einfach nur um den Ort dieser Unterschiede oder so. Hat das Ding an. Alter. Was? Ich
erst den anmachen und dann die. Was? Ja, das ist so random. Alter, was zum... Ich die von einer bestimmten Seite anmachen? Ja, ich glaube, ich muss sie von der bestimmten Seite anmachen. Was? Oh, jetzt sehe ich es. Da unten am Boden. 1, 2, okay, 3. Boah, darauf muss ich achten. Was? War doch 1. Jetzt habe ich den angemacht, ne? 1, 2, 3. Hier. So. Oh mein Gott. Ich sollte mir Zelda und also was spielen. So, mach dich an. Ich habe schon wieder so ein Kristall. Wahrscheinlich ein Ding, das ist, ne? Okay, jetzt muss ich mir in einen Raum später noch mal ansehen. Muss er vielleicht das Zinnober-Erz? Der jetzt gerade. Okay, seraphische Kräfte. やばいわね。どういうことだ。積成鉱はね、強力な火の天気を受けて影響で生成される鉱物なの。手強い敵がいるってことか。上等だ。油断してると、火傷じゃ済まないかもよ。はい。少なくとも私程度の炎では 積成鉱は生まれません。どれほどだと。火山の爆発レベルです。試練の神殿と名乗るだけのことはありそうだな。暑いわね。頼もしいですわ。退くわけにはいきませんから。Ja. Okay, dann würde ich auch sagen, mit der Feuerprüfung machen wir im nächsten Part weiter von Let's Play Tales of Systeria. Ich bleibe mich alle, ich versuche schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.